Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen eine ich weiß nicht, wie lange die schon oben ist, wahrscheinlich schon fast eine Woche inzwischen, eine neue Eskalation, jedenfalls für mich neue Eskalation, die Varvara-Täuschung. Aha, wir befinden uns also, wo befinden wir uns? In Marrakesch, tagsüber, ein goldener Käfig. Als Kenner verkleidet sollen wir diesen Polizisten, Soldaten, ich weiß gar nicht, als was sie hier durchgehen, töten. Mit einer beliebigen Methode allerdings. Als Kellner verkleidet. Na gut, dann verkleiden wir uns doch mal direkt als Kellner. Wir nehmen eine Waffe mit. Wir nehmen uns außerdem ein Shuriken. Ein Shuriken, macht es Spaß? Oder ein Tarnmesser? Tarnmesser kann man auch werfen, ne? Das sollte reichen auf jeden Fall. Und außerdem nehmen wir uns mit. Wir nehmen uns mit ein Ding, ein Bums, ein Dingsbums. Ja, wenn ich wüsste, wo der Typ wohnt, dann wäre es ganz natürlich ein bisschen einfacher. Ich denke, ich nehme noch einen Dietrich mit einfach. Dann haben wir Tarnwaffen, Dietrich. Alles schön schwarz. Mensch, als wenn wir es geplant hätten. Und dann schauen wir mal, wo sich dieser Soldat, Polizist, bewaffnete Mensch aufhält. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Und es lädt heute wieder. Also manchmal kommt es mir so vor, ich weiß nicht, ob ich da einfach nur besonders ungeduldig bin oder nicht, als wenn es länger als sonst laden würde. Könnte natürlich auch immer hier in Marrakesch der Fall sein. So, wir sollen den Mann also als Kellner eliminieren. Und der ist da hinten an der Schule im Innenhof. Ah, okay. Ja, da guckt auch ein Kellner rum. Das ist richtig soweit. Na gut, wir gucken mal, was wir da machen können. Also wir können hier auf jeden Fall so ein Ding mitnehmen. So, dann war es ja nicht so schlecht. Hier gab es doch noch irgendwas irgendwo, oder? Ich will die Maschine. Na, scheinbar nicht. Okay, dann. Ja, keine Ahnung. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal das richtige Kostüm. Das ist natürlich cool. Aber ich glaube nicht, dass wir als Kellner da reinkommen, oder? Vielleicht können wir uns ja als Catering-Mitarbeiter ausgeben. Wir probieren es einfach mal. How's your father? Doing well. Thanks for asking. Hi, kommen wir rein? Hey, Garçon, you know you're embarrassing yourself. Ja. So, wir haben nichts zum Werfen dabei. Sehe ich das richtig? Ich denke, das sehe ich richtig. Das heißt, wir können hier entweder irgendwo einen Ziegelstein aufheben. Oder das Ganze wird gleich etwas kompliziert. Er sitzt gerade da. Ich sehe keinen Ziegelstein oder sowas. Na gut, wir improvisieren. When his best friend is killed by a Langley approved drone strike. Hier ist natürlich eine Menge. Upsi. Wo will er denn hin? Hey, excuse me. Ja. Ah, okay. Dann halt doch so. Dann eben doch so. Ich dachte, wir könnten das machen, ohne erwischt zu werden. Ich weiß nicht, ich habe das Messer hier hingeworfen und er rennt halt ganz woanders hin. Keine Ahnung, was das soll. Können wir beim nächsten Mal hoffentlich ein bisschen cleverer anstellen. So, da müssen wir irgendwie da hinten durchkommen. Ah, ich habe noch nicht so die... so auf jeden Fall nicht. Ich habe noch nicht so die richtige Idee, wie ich da am besten hinterkomme. Muss ich ganz ehrlich gestehen. General Payne keeps coming down here to check on the prisoner. I hear they were close, so... What'd he do, poor bastard? The way I heard it,
Ja, vielleicht rennen wir einfach hier lang. Wir probieren das mal. So, den Dietrich hätten wir uns, glaube ich, sparen können. Ich habe immer noch nichts zum Werfen. So, einmal ausschalten. Kann ich hier mitnehmen? Ja, okay. Dann legen wir den einfach einmal hier hin. Das Gewehr dazu. Da schleichen wir uns ganz unauffällig. Aber wirklich sehr unauffällig hier außen lang. Und hier müssen wir oben lang, denke ich. Ich will nach oben, ja, doch schon irgendwie. So, okay. Ja, unauffällig sind wir hier nicht gerade. Okay, weg ist er. Oh, 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 Vorsicht. So, und jetzt lassen wir uns einfach hier fallen. Das ist ein Schraubendreher. Ja, komm schon, lass dich fallen, Junge. So, wo ist unser Ziel? Es hängt immer noch da draußen rum. Kommen wir hier durch? Ist da hinten einer? Ja, der guckt nicht in unsere Richtung. Aber wir brauchen auch irgendwie einen Fluchtplan, ne? Denke ich. So, einer von den beiden, da ist es. Der Hellhäutigere. Potenziell. Den Typen, da kommen wir gar nicht ran. Weil der General gerade da drin ist. Was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Steht noch eine Wache. Geht der? Bleibt er da? Ja, mal sehen, ob das unauffällig genug ist. Scheint zu funktionieren. So, das wird unser Fluchtplan. Hier hinten. Ich hoffe, das funktioniert. Messer funktioniert nicht. Dafür sind wir zu weit weg. Na, oh, da fliegen wir sofort auf. Wenn wir das probieren, da müssen wir erst für irgendeine Ablenkung sorgen. Okay. Ja.
Pistole können wir leider nicht werfen. Nehmen wir diesen Schraubendreher. Der andere guckt leider auch genau in unsere Richtung, ne? Ja, komm schon, weg hier. Clear the area, eliminate the threat. Understood? Ja. Der schaut uns trotzdem. Okay. So geht's natürlich auch. Ich? Ja. Was hab ich denn damit zu tun? Okay. So, wir müssen jetzt nur noch entkommen. Und wie schwierig kann das denn bitte sein? Wir haben hier schon alles aufgeräumt. Ja, also da würde ich mir natürlich gerne noch was überlegen, wie man das machen kann, ohne erwischt zu werden. Vielleicht mit einer Spur aus Münzen oder was könnte denn noch funktionieren? Irgendwie die Waffe vielleicht noch hinlegen, ne? Dass er noch ein bisschen dichter rankommt. Körper wurde gefunden. Okay, das heißt, wir fliegen hier jeden Moment auf. Es wurde noch kein Großalarm ausgelöst. Oh, kann ich hier noch entkommen? Nee, fehlender Schlüssel. Wird trotzdem erstmal als Ausgang angezeigt. So, wo haben wir denn hier den nächsten Ausgang? Ach, können wir hier nicht auch mit diesem Lastwagen abhauen? Klar. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach, der steht hier gar nicht in der Mission. Schade. Den gibt es hier nur in der Nachtmission. Wir könnten natürlich einfach in die Botschaft rein, ins Parkhaus und dann mit der Diplomatenkarre abhauen. Aber schneller und unauffälliger geht es, wenn wir hier den ganz normalen Ausgang gehen, den ich meistens auf der Karte benutze, nehmen und dann uns hier aus dem Staub machen. Ja, das ging von der Zeit her. Also da reinschleichen geht. Nur den Typen dann halt unauffällig töten. Bisschen kompliziert noch. Keine Körper gefunden, alle Kills unbemerkt, immer unbemerkt. Beinahe hätten wir es geschafft. So, nächste Stufe. Oha, und da haben wir noch einen Typen, da sollen wir uns dann als Offizier verkleiden. Na herrlich. Wie schwierig kann das denn bitte werden? So, und Dietrich brauchen wir nicht, haben wir festgestellt. Wir nehmen uns stattdessen mal ein paar Münzen mit. Und dann brauchen wir eine Offiziersverkleidung. Aber vielleicht können wir da die Verkleidung von dem Typen selbst benutzen. Wäre natürlich ganz cool. Mal gucken. Irgendeine Schwierigkeit. Werden die Jungs von IO Interactive sicher hier auch noch ausgedacht haben, denke ich. So, wir nehmen das Ding trotzdem mit. Ja, man kann da hinten leider auch gar nicht mit einem Scharfschützengewehr oder sowas reinschießen.
Das funktioniert nicht. Ach, die gibt's hier unten nicht. Ja, wir sind doch gerade am... Am Dings vorbeigekommen. Dann nehmen wir doch einfach hier einen Schraubenschlüssel mit. Ja, genau. Diesen Schlüssel, den wollen wir haben. Link. Sehr hübsch. Also so geht's dann auch unauffällig. Setzt sich dahin, sehr gut, der kommt nicht hier rüber. Vom Moment hatte ich da meine Befürchtungen unbegründet, wie sich jetzt herausgestellt hat. So, das Ding nehmen wir mit. Den Typen, ja, verstecken wir zumindest so ein bisschen wieder. Habe ich den Schraubenschlüssel wieder mitgenommen? Ich denke schon, ne? Ja, da ist er. So, da kommen wir relativ billig an eine Offiziersverkleidung. Seriously though, you believe for a second that Zayden is mastermind in this coup by himself? Come on. He doesn't have the smarts. He can strike the fear of God in the men and charm the mix of most women. Hier ist heute gar kein zweiter Soldat in dem Raum. Doch da. Und stehen denn gerade übersehen? Naja, Tarnausrüstung natürlich. Na, nicht hängen bleiben hier. Nahkampf wurde bemerkt. Das war doch kein Nahkampf. Ich bitte euch. Not buying it. God damn it! Das lief ja mal nicht so gut. Hold it! Let go of the bomb! Ours is not to question why! Oh. Please goodbye. Over. Take him out! So, jetzt wissen natürlich alle, wie ich aussehe, ne? Ja, das müssen wir nochmal machen. Bisschen ärgerlich. Ja, da war ich ein bisschen zu ungeduldig. Ne? Da bin ich nicht dicht genug an den Offizier rangegangen und anstatt ihn dann einfach von hinten zu verprügeln, ganz normal, ne? Da hat irgendwie, was weiß ich, 10, 30 Zentimeter gefehlt, wurde das dann als Nahkampf gewertet und nicht als heimliches Ausschalten. Das ist, ja, Spielmechanik Deluxe. Also da einfach ein bisschen geduldiger sein. Ja, und wirklich warten, bis das W auftaucht, also der Interaktionsprompt. Und dann läuft das auch. So, ne,
nehmen wir uns mit. How's your father? Doing well. Thanks for asking. He's upstairs right now working on this novel. So, hier ein bisschen leise sein, sonst steht der Typ nämlich manchmal auf, ne, wenn er uns hört. Link. So, und jetzt machen wir das nochmal und diesmal in hübsch, aber. Ich hoffe, das funktioniert diesmal auch so, wie ich mir das vorstelle. So, er hat sich gerade weggedreht, sehr hübsch. Ja, ein Kellnerkostüm könnten wir uns auch hier direkt besorgen irgendwo. Also wir könnten auch versuchen, hier hinten zu starten, aber ich glaube, den Kellner da wegzulocken. Ist mal mindestens mittelschwer. Verkleide ich mich hier einfach schon einmal als Soldat? Das wäre natürlich eine ganz gute Sache vielleicht. Dann bin ich da drin vielleicht ein bisschen unauffälliger. So, steck mal das Gewehr gerade weg. Vielleicht. Ach, da steht ein Soldat. Ich kletter hier mal durch. Mega unauffällig. Hi, alles gut? So, gibt es hier irgendwie einen Schrank oder sowas, wo ich den verstecken kann? Nicht so richtig, ne? Doch, hier, das ist doch ein Schrank. Na, super. Yeah, look it up. His track record defies belief. Zayden's been involved with a Bollywood actress, a Korean pop star, a Lebanese model, you name it. Where would he even meet me? He's a general. Die quatschen mir da jetzt zu lange. Oh, der Offizier durchschaut mich aber. Der andere Typ auch. Na toll, also bringt mir die Verkleidung hier gar nichts. Ach Scheiße, und die Patrouille durchschaut mich auch. So, mal sehen, wo kommt denn der lang? Kommt der hier raus? Ja, der kommt hier raus. Na komm schon hier durch, Junge. Command, you copy? I got a dead male here. He's butt naked. So, hätten wir das auch. So, also ich räume jetzt hier einfach ein bisschen auf, damit es gleich ein bisschen einfacher für uns wird. So, den Ziegel nehmen wir mit. Auf den Typen da drüben kann ich von hier aus nicht werfen, ne? Könnte ein bisschen kompliziert werden.
Ja, kleines bisschen Geduld an der Stelle. Kann ich den treffen von hier aus? Nein, zu kurz. Dann machen wir es halt so rum. Mein Körper wurde gefunden. Come in. Hey, you got a sleeper. So. Den Schraubenschlüssel hätte ich gerne wieder. Den Typen verpacken wir hier einfach. So, und dann müssen wir mal gucken, wo ist unser Ziel? Ich denke, das ist oben, ja. Oben. Na toll. Ah, da wäre es natürlich cool, einfach seinen Kaffee zu vergiften. Ne? Ich glaube, das ist der Typ, der ab und zu mal ein Käffchen trinkt. Thing is, it's not like Zayden is even the lead from the front kind of guy, you know? I mean, So, ich will die nicht alle rausschicken, die Typen. Ah, vielleicht könnte ich die rausschicken und tanzen lassen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ah, ich glaube, dann sind die auch nicht abgelenkt genug. Das ist der Offizier da drin. An dem müssen wir irgendwie rankommen. Wie machen wir das am besten? Stop that. Stand up. Ja, sorry. Ist er aber gleich ein bisschen empfindlich hier, ne? Hey, why are you sneaking around? What have you been doing? Weil ich es kann. Ach, wir haben doch hier draußen ein Fenster. Warum benutzen wir das denn nicht? Was gibt's denn hier eigentlich zu klauen? Ach, der Schlüssel für den Militär-LKW. Report power failure. Oh, let me do it. I love fixing fuse boxes. Ja, das habe ich mir gedacht. Wo will er jetzt hin? Zum Fenster. Also das war ja mal ein Unfall allererster Güte. Cool, dass das so geklappt hat. Oh nee, hier sollte ich vielleicht nicht gerade runterklettern. So, wie mache ich das jetzt mit dem Hof? Schicke ich da alle möglichen Leute raus? Alle möglichen Leute, die mir im Weg stehen könnten? So, von hier oben zu schießen, klappt ja nicht, weil da dieses komische Tarnzelt-Dingsbums ist. So, kann ich den Typen irgendwie wegschicken oder so? Nee. Kann ich nicht. Excuse me, sir, you can't leave that lying around. Oh, echt? Oh,
Kommt er her und nimmt es mit? Nee, nicht so, ne? Der zweite Typ, der klebt da aber auch ein bisschen an ihm dran. Sir, don't do that. It's just strange. Ja, sorry. Tut mir leid. Hast ja recht. Oh. Go check it out. Come on, go. Yeah. Was? Ich dachte, er geht da hin. Warum nicht? What the? Command, thought I heard something. Checking it out. Over. Mal sehen, wenn wir das unauffällig über die Bühne kriegen. Don't move. Drop the oh, fuck. Body now. Fuck. No sudden moves. Just put down the right. Give it up. There's a fight. So, und da haben wir es schon wieder verkackt. Schießen, nicht schießen. So, wo ist der Typ hier? Wo ist denn der hin? Oh, der hat nichts mitbekommen. Okay. Okay, keiner hat was gemerkt. Alles gut. Cool, es hat echt keiner was gemerkt hier. Die Waffen sammle ich auch gleich ein, nicht dass hier jemand rausstolpert und sich denkt, ach, warum liegen denn hier Waffen? Während ich mich nämlich noch umziehen muss. Oh, guck mal, mit abgeklappter Schulterstütze hier die Waffe. Habe ich ja auch noch nicht gesehen. Den schleppen wir hier hinter. Wir legen den so ein bisschen extra. Das ist ja unser Ziel. Also nicht den Typen extra zu legen, sondern den Typen auszuschalten. So, und jetzt müssen wir uns hier nur wieder durchschleichen. Als Scanner verkleidet. Sollte ja machbar sein. Einmal hin, einmal zurück. Wir sollten jetzt nur tunlichst niemanden raus auf den Gang schicken. Raus auf den Gang, raus auf den Hof natürlich. Ups. So, wo ist unser Kostüm? Noch einen kleinen Nebenhof hier weiter. Da hinten. So, dann können wir nachher nämlich ganz gechillt mit dem LKW abhauen. Ja, hier liegen die ganzen Typen rum. Die stapeln sich hier. Also es wird für keine Top-Wertung, aber zumindest müssen wir diesmal hoffentlich nicht. Oh, was macht er denn hier? Ja, zumindest müssen wir diesmal hoffentlich nicht unter Beschuss fliehen. Hoffe ich. Mal gucken. Oh, er ist gerade weg. Mensch, gerade wollte ich hier ein Schlückchen nehmen. Ja? Ah. Schnell vorbei beten, danke.
Nee, hier bin ich falsch gerannt. Hier runter. So, verkleide ich mich dann zum Rausgehen als Soldat? Wäre das eine gute Sache? Ich denke schon, ne? Ja, das hier scheint unser Ziel zu sein. Sehr gut. So, ein schallgedämpfter Schuss. In den Kopf. Nein. Nicht Ziel. Ich habe den Falschen erwischt. Oh, der hier? Auch nicht? Der hier. Okay, cool. Scheiße. Ja, das war ein bisschen unprofessionell. Ja. Verdammt. Passiert aber. Ja, zwei Nichtziele haben wir jetzt ausgeschaltet. Erkennen die uns hier? Durchschauen die uns? Nö. Sehr gut. Und hier können wir jetzt die Tür benutzen. Wir müssen gar nicht durchs Fenster hier krabbeln. Was ist denn? Ach so, da können wir uns Schuhe putzen, tarnen an dem Stuhl. Ich dachte gerade, was können wir denn da machen? Einen Stuhl mitnehmen, Leute damit verprügeln. Ist aber kein Klappstuhl, ne? Da geht das wahrscheinlich gar nicht so gut. So, draußen sind wir. Also ein bisschen umständlich war es jetzt schon, ein bisschen Glück dabei, aber naja. Und dann auch noch den falschen Typen erledigt. Zweimal. Kack. Ja gut, passiert. Auf jeden Fall war es das für heute, Jungs und Mädels. Wir schauen noch mal kurz in die nächste Stufe rein. In der Schule gibt es tödliche Laserfallen. Finden Sie das Entschärfungsgerät und rüsten Sie es aus, um die Laser zu umgehen. Ach, wirklich. Na gut. Ja, für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier viel Spaß mit Laserfallen haben. Macht's gut und bis dann. Ciao.